herzlich willkommen zu der 36-tägigen Tour in der Mongolei. Das schöne Fahrzeug hier wird uns zwei Tage begleiten. Nachher wechseln wir nochmal. Wir gehen dann mit einem UAS weiter. Das heisst 34 Tage Büssli. Es wird der Hammer. Wir freuen uns mega. Es ist recht voll gestopft, wenn wir jetzt hier reingehen. Es ist also, jeder Zentimeter ist da innen völlig ausgenutzt. Die Schweizer haben wieder mal übertrieben und viel zu viel Gepäck mitgenommen. Aber man braucht ja alles. Beautiful dawn lights up the shore for me. There is nothing else in the world I'd rather wake up and see with you. Beautiful dawn. Spätzeli, was machst du? Für unser Sandwich Lunchtime. Oder? Uns geht's königlich. Eine wunderschöne Aussicht. Und zwar geht's. Denn da einer hat ganz viele Schöfli und Geissli. Wir können einfach alle ganz frei rumlaufen. Melts with the stars again. Do you remember the day when my journey began? Давай.
Wir befinden uns jetzt auf dem ersten Wandertrip. Und wir haben sogar die Nuss aus der Transsibirischen Eisenbahn selber gefunden. Mit diesen fantastischen Nüssli drin. Da sind sogar noch richtig frisch. Sie schmecken also perfekt. In der Zwischenzeit wissen wir auch, wie man sie einfach knacken und essen. Es ist immer noch mega mühsam, aber es macht mega Spass. Wir haben eine wunderschöne Aussicht. Ein Käferfest im Wald, weil wir haben gerade ein paar Leute getroffen mit Pferd und Jacks und grausam. Und wir könnten das überleben neuerdings da. Wunderschön die Aussicht. Eine wunderschöne Aussicht, gute Leute, die uns führen. Uns kann es momentan nicht besser gehen. Wirklich super in der Mongolei. So, willkommen. Wir sind hier in der zweiten Nacht, wo wir auf der Wanderung sind. Wir sind jetzt hier bei einer Familie. Um uns herum Jacks. Eine wunderschöne Landschaft. Hier noch ein paar Pferde. Und da kommen wir zu unserem Zelt. Oder besser gesagt Giers. Natürlich haben wir das Glück und dürfen heute im Familienzelt schlafen. Wie ihr merkt, zittert das Bild ein bisschen. Das ist, weil ich sehr kalt habe. Aber es ist wunderschön hier. Einfach nur wunderschön. Dort hinten sind Geissli. Und überall hat es Jacks. Jetzt schaut euch mal das Viech an. Ist das nicht eine Pracht? Jetzt steht natürlich genau einer davor. Da, schaut mal die Hörner an. Und der, den ihr hört, schreien. Der ist sie gerade am Treiben. Da unten, der Herr mit dem Pferd. Und ich glaube, langsam ist es besser, wenn ich auch ein bisschen auf die Seite gehe. Weil er treibt sie da genau durchs Zeug durch. Schaut mal, wie die abgehen. In dieser wunderschönen Prärie. Sie hat gar keine Angst, das kleine Mädchen oder das kleine Bübli. Wir wissen jetzt noch nicht so genau, was es ist. Es gehört einmal zu der Familie. So wie es aussieht, sind sie die Essensreste am Futter. Aber das kleine Mädchen hat gar keine Angst. Die Hunde wissen nicht so recht, ob sie her sollen oder nicht. Weil irgendwie haben die Kaiben so hure grosse Hörner. Also der eine zottelt schon mal ab, der hat keine Lust mit denen zu spielen. Jetzt wird es interessant. Ja, sie haben doch mehr Respekt vom Hund, als ich gedacht habe. Attention! Achtung! Ei, ei, ei. She said
to me, go steady on me. Won't you tell me what the wise men said when they came down from heaven? Small 9 till 7, all the shit that they could find. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you. And now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me. Those 3 wise men, they got a semi by the sea. Gotta ask yourself the question, where are you now? Gotta ask yourself the question, where are you now? Really sorry now, they want to know they got caught up in your talent show with you panicked little bastards in your fancy dress who just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no out, and are you okay? Überall alles voll Hagelkörner von gestern Abend. Und es ist doch schon etwa 11:30. Wenn er mit dem Hammer Baum herschlägt, geht die Nüsse runter. Und zwar die, die wir gefunden haben oder gegessen haben in der Transsibirischen. So, meine lieben Damen und Herren, wir sind hier an unserem Campingplatz angekommen. Jetzt schauen wir mal, was hier ist. Das ist unser netter UAS, der hat uns hier hingefahren. Dann haben wir hier hinten, das ist ein Winterplätzchen. Da hinten versorgen sie die Jacks versorgen, wenn es Winter ist und es Schnee hat. Dann geht es hier rum. Man sieht nur Prärie, niemand anders sonst. Einfach wunderschön. Die Sonne ist gerade untergegangen. Und schaut mal, wie der herrliche Mond schon wieder scheint. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been unser Gier, wo wir haben, hier beim Spa-Bereich.
Wir haben sogar ein Sofa und ein anständiges, richtiges Bett. Das heisst vor allem, glaube mit einer anständigen Matratze, eine dicke. Ein Wunder. Das heisst, wir können wieder mal schön angenehm schlafen. Ein Ofen hat es auch, wo man wieder feuern kann. Ein kleines Schreibtischli. Und, was meint der Herr dazu? Zufrieden? Ja, Stinksöcken ausziehen und raus tun. Weil der Herr hat seit wie viele Tage? 7 Tage? Ich glaube nicht mehr getuscht, hä? Nein, es sind nur 4. Ja, dort hast du nicht getuscht, dort hast du die Haare gewaschen. Also, alles andere da. Nein, sonst sag ich. And I still hold your hand in mine when I'm asleep. And I will bear my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. Haben wir noch einen Cowboy, der tut in der Nacht oder kurz vor Nacht sein Vieh treiben, seine Jacks. Wir werden überfallen von Geissen und Schäfli. Surrender my soul shed the clothes that become my skin see a lie that burns within my needing I wish I'd chosen darkness from wir sind jetzt auf 2200 Meter
einem Vulkan, der vor 7000 Jahren anscheinend abgegangen ist. Man sieht jetzt hier den Krater, der ist erloschen. Es gibt in der Mongolei anscheinend keine intakten Vulkane mehr. Und ja, das muss ein rechter Bums sein, wo der abgegangen ist. Man sieht auch überall rundum hat es Gestein und Lava, kalte Lavabrücken. Wenn man in die Richtung schaut, sieht man den See im Hintergrund. The White Lake. Der ist auch entstanden während diesen Eruptionen. Die Flüsse sind dann dorthin gelaufen und so ist dann der White Lake entstanden. Wie man sieht, wird es auch langsam besser Wetter. Wir haben jetzt ehrlich gesagt zwei Tage schlecht Wetter gehabt. Also schlecht ist es ja nicht wirklich gewesen, schlechter. Jetzt wird es wieder besser. Und das ist perfekt, so können wir wieder waschen. Und da sich leider wohl wahrscheinlich in White Lake wieder Understand the years. I wish I could choose between heaven and hell. I wish I would save my soul. I'm so cold from fear. I guess it's time. Das da ist unser Zuhause momentan. Ja, der hat wohl schon wieder aufgegeben. Ah, schon alles. So, meine Damen und Herren, ich habe ja jetzt schon ein bisschen die Haare gewaschen und jetzt ist meine Königin dran. Und was sagt meine Königin? Sie sagt, es ist arschkalt. Aber wunderschön ist es, das darf man sagen. Da haben wir nochmal so einen Felsen. Sozusagen wie der Shaman Rock am Baikalsee. Und das ist etwa auch gleich kalt wie am Baikalsee.
das Licht aus. Tschüss. Perfekt! Was bist du am machen? Feuer. Und wieso machst denn du Feuer? Weil ich keine Abwürze kann machen. Also, die Schönen sind nicht von uns. Ja, das ist der Mädchen, das ist der Mädchen, das ist der Mädchen.